Die Kinder lieben ihn, das ist klar. Und wenn er kommt, dann wird getanzt, gesungen und gelacht. Bernhard Fiebig hat im Bruno im Brunn am Gebirge die Kinder wieder zum Mitmachen inspiriert. Linkes Feuer. Bernhard Fiebig wurde Kinderliedermacher durch seine eigenen drei Kinder. Als diese ins Kindergartenalter kamen, das war Ende der 80er Jahre, war das Bedürfnis da, für seine eigene Familie und den Hausgebrauch Lieder zu schreiben. Vor bald 30 Jahren gab er seinen eigentlichen Beruf auf und ist seither nur mehr mit seinen Liedern unterwegs. Musik machen war in meiner Familie ganz was Normales, weil mein Vater Berufsmusiker war, also 40 Jahre nur Musik gemacht hat und ich sozusagen von Kindheit an gesehen habe, wie das ist, Musik zu machen. Dass es Kinderlieder bei mir werden, war eigentlich nicht geplant. Das kam durch meine eigenen Kinder. Wie die im Kindergartenalter waren, habe ich begonnen, diese Lieder zu schreiben und auch durch meinen Beruf, meinen früheren Beruf. Ich war in den 80er Jahren, war ich Lehrer hauptberuflich und damals, ja, habe ich also auch praktisch das von der Pike auf gelernt. Aber seit 26 Jahren mache ich jetzt nur mehr diese Konzerte für Kinder und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung als Musiker. Nach Brunn kommt Bernhard Fiebig immer wieder gerne. Zweimal im Jahr spiele ich hier, aber ich bin ja auch oft in der Region, demnächst sogar in Gieshübel wieder und auch in Mödling. Also freue ich mich sehr, dass so viele Kinder und Eltern zu meinen Konzerten kommen. Linkes Feuer und rechtes Feuer mit den Händen so, das hast du drehen, schuppen. Fiebig macht das, was er immer machen wollte, Musik. Und das für ein großartiges Publikum, wie er sagt. Es ist ein alter pädagogischer Grundsatz, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Also das heißt, ich vermittle in meinen Liedern jetzt keine an den Haaren herbeigezogene Geschichten, sondern ich versuche im Alltag der Kinder und der Familien anzusetzen und versuche diese Geschichten neu zu erzählen. Natürlich als Erwachsener, das ist ganz wichtig, weil ich sollte das Ende des Liedes kennen oder den Sinn des Liedes natürlich. Aber eben so, dass die Kinder die Geschichten verstehen und als ihre eigenen wahrnehmen können. Das Leben mit Kindern ist so spannend und liefert täglich Überraschungen, meint Fiebig. Da kann einem der Stoff niemals ausgehen. Bogi-Bogi-Lied! Bogi-Bogi-Lied! Super Tanzmusik! Super Tanzmusik! Bitte klatschen!